Ich darf euch hier und heute im Namen der Geschäftsleitung herzlich begrüßen und hoffe, dass wir gemeinsam ein paar schöne Stunden verleben werden. Wenn ich diese Einladung zum heutigen Tage richtig verstanden habe, so ist sie unter anderem auch als ein besonderes Dankeschön der Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit der Mitarbeiter bis zum heutigen Tage gedacht. Ihr alle kennt unsere Auftragslage, die uns Tag für Tag voll fordert, sodass im Alltag nicht viel Zeit bleibt, auch mal einfach persönliche Worte miteinander zu wechseln. Ich denke, dass wir die heutigen Stunden dazu nutzen sollten, unter anderem auch die neuen Mitarbeiter, soweit sie hier sind, ein wenig näher kennenzulernen. Doch bevor wir nun dazu uns die nötige Zeit nehmen, haben wir noch eine Kleinigkeit anderer Art zu regeln. Ich bitte nun mal die Gautschlinge, sich hier ein bisschen nebeneinander in eine Reihe zu stellen. Drei an der Zahl müssen es sein. Einer alten Tradition gemäß werden wir nun unseren jungen Kollegen die Wassertaufe ad posteriora zuteil werden lassen. Wie schon seit Jahrzehnten Brauch und Herkunft und unerlässlich ist, erhalten unsere ehemaligen Azubis mit dieser Taufe die Bestätigung, in den Kreis der edlen Schwarzkünstler aufgenommen zu sein. Der Zeremonienmeister, das soll ich heute sein hier, beginnt diesen äußerst feuchten Akt nun mit Oliver Zenk. Wenn die Packer ihn vielleicht schon mal in Richtung Stuhl führen würden. Gut, gut, hart. Macht euch nicht vorher ganz kaputt. Das lohnt nicht. Wer sich jetzt noch wehrt, kommt sofort in den Wand. Ja. Oh. So, ja, ich habe sie doch hier schnell und einmal zurechtgestellt. Wir haben ihn im Großen und Ganzen als einen gewissenhaften und strebsamen jungen Mann kennengelernt, der bei uns den Beruf des Flachdruckers, so wie die Haare jetzt, ne? Flachdruckers erlernt hat. Nur seine Anwesenheit im Betrieb während der Ausbildungszeit schien mir ein wenig zu selten. Wenn wir ihn ja gerade nötig gebraucht hätten, war er entweder in der Schule, in einer außerbetrieblichen Maßnahme oder er hatte hier gerade Urlaub. Hinzu kamen noch ein paar Zipperlein, wie Nasenlaufen, keuchende Lungenflügel, sowie zeitweise Rebellion der schmalen Schleimhäute. Trotzdem oder gerade deshalb hat er sein Ausbildungsziel mit guten Noten hinter sich gebracht. Und wir wünschen ihm alle, dass er auch seine Weiterbildung erfolgreich absolvieren wird. Und somit lasst uns nun seinen Corpus posteriorum setzen in diese kleine Wanne. Einmal ist das größere, das breitere. Der Durstgesehen ein Sturzbandteam oben drauf. Das ist dem Sohn Gutenbergs die allerbeste Zeit. Füße da rein. Aber das ist doch schon. Aber das ist doch schon. Aber das ist doch schon. Der Zengel, das geht jetzt ganz schnell, Sie bleiben noch einen Augenblick. Bevor wir Lungenentzündung kriegen, sind wir soweit. Ne? Als nächstes ist nun der Täufling Frank Flachmeier an der Reihe. Wollen Sie nur schreiben? Ich schieb ihm doch schon mal einen Schwamm und das Hemd dann wieder hoch.
So, unser Täubling Frank Flachmeier ist einer der beiden, die bei uns über eine AB-Maßnahme seine Ausbildung zum Endlosdrucker absolvieren. Wir wissen alle, dass dieses bestimmt nicht ganz leicht war, denn in 24 Monaten das Ausbildungsziel zu erreichen, erforderte vom Azubi sowie von seinen Ausbildern vollen Einsatz. Doch dieser Einsatz hat sich gelohnt, denn heute arbeitet der Frank an unserer RO 5 seine tägliche Schicht und scheut sich auch nicht, wenn der Termindruck es erfordert, ein paar Stunden dran zu hängen. Ich denke, wenn er eine Weile ins Land gegangen ist, können wir wohl davon ausgehen, dass seine zeitweiligen Schweißausbrüche nachlassen und er auch seine letzte Nervosität, welche so hier und da mal zur Erkenntnis noch ablegt. Ich kann nur sagen, weiter so, Frank. Nun wollen wir auch ihm die Wassertaufe nicht länger vorenthalten. Vater, lass deinen Korpus posteriorum fallen. In diese Flagge rammen. Dies triefen beide Ballen. Der Durstgen Seeleisturz war dem oben drauf. Das ist dem Sohne gut. Und aber durch die allerbeste. So, und der allergute ist bei Ihnen. Da aller guten Dinge da drei sind, ist nun unser Black Beauty dran. Juri. Für ihn gilt das Gleiche wie für seinen Vorgänger. Was? Geht die Packer schon so kaputt oder was ist denn? Waren wir überhaupt noch was? Der Bursch ist aber trocken. So, für ihn gilt das gleiche wie für seinen Vorgänger, wobei mit Sicherheit als zusätzliche Schwierigkeit für ihn die deutsche Sprache eine Hürde war, die es zu überspringen galt. Auch ihm ist es gelungen, sein Ziel in der vorgegebenen Zeit zu erreichen, ohne sein zauberhaftes, herzhaftes Lachen zu verlernen. Es gibt ja Kollegen, die behaupten, dass seine leuchtenden Zähne in der Spätschicht glatt eine Leuträger ersetzen könnten. Mit Einsatzbereitschaft und der nötigen Konzentration wird gewiss auch aus ihm ein brauchbarer Endlosdrucker, der die ihm gestellten Aufgaben zu bewältigen weiß. Nun lasst uns auch ihn in den Kreis der Schwarzkünstler aufnehmen und ihm eine Weile das Wasser bis zum Halse schicken. Bis zum Halse? Backler, lass deinen Korpus posteriorum ihn wecken. Der Durstgen Seel ein Sturzbad geben oben drauf. Das ist dem Sohn guten Mensch. Die allerbeste Tau. Wir kriegen dich um Weile. Und mehr oder weniger der offizielle Spruch zu dem ganzen Vergnügen. Von Gottes Gnaden, wir Jünger Gutenberg des Heiligen Römischen Reiches, tun so mit jedermann kund und zu wissen, dass die Jünger der wohledlen Buchdruckerkunst, Oliver Zengel, Frank Flachmeier und John Farmer, nach altem Brauch und Herkommen heute unter Hinzuziehung der Gesellen der Firma Amberger und Matschmeier die Wassertaufe ad posteriora erhalten haben und damit in sämtliche uns von Kaiser Friedrich III. Verliehenen Rechte und Privilegien eingesetzt sind. Kraft derselben gebieten wir allen unseren Kunstgenossen, die hier genannten Jünger Gutenbergs als echte Schwarzkünstler anzuerkennen und aufzunehmen. So gesprochen zu Herford am 31. August 1990. Danke, eure Briefe kriegt er überreicht, wenn er wieder trocken seid. Hier ist doch gleich der Abschluss.
du da bei uns stehst, kannst du auch schon die Hand bringen. Sieht man, wie du Bahn oder? Sieht doch aus. Ich hab vielleicht einen Erlo zu Hause, wie ich so Bahn zu machen. Weil er jemand weggeht. Oh, das kommt alles hier Was heißt das denn wieder?
Das war ja mehr als ein Diplomer. Das geht durch. Aber kein Herrscher. Er war da nicht weg. Aber er war da, ne? Und hinten kommt der. Thank you.
Ja.